Sie kommen kistenweise. An jedem Markttag. Gefrorene Hühnerteile. Schenkel, Flügel, Rücken, Innereien. Langsam tauen sie an den Verkaufsständen vor sich hin. Massen, produziert in den Schlachthäusern von Südamerika, den USA, Asien, Europa. Massen, die dort nicht zu verkaufen sind. Massen, die dort niemand essen will. Überschuss, Reste. Exportiert in Entwicklungsländer wie Ghana. Über 1000 Tonnen gefrorenes Hühnerfleisch landen Monat für Monat allein in diesem Kühlhaus in Accra. Viele Kisten aus der Europäischen Union. Es sind Produkte einer grenzenlosen Industrie, die um jeden Markt kämpft und die mit ihren Exporten inzwischen viele afrikanische Geflügelfarmer in den Ruin getrieben hat. So ist es. Seit Jahren. An jedem Markttag. Mühsam zerkleinern die Verkäuferinnen gefrorene Klumpen mit Innereien und anderen tiefgefrorenen Hühnerteilen. Es beginnt Anfang der 90er Jahre. Damals importiert Ghana 9000 Tonnen dieses Fleisches. Inzwischen sind es 90.000 Tonnen jährlich. Und die Menschen kaufen es. Es ist konkurrenzlos billig. Kritiker sprechen von Dumping. 2004 kostete ein Kilo des gefrorenen Hühnerfleisches umgerechnet 1,50 Euro. Das lokale Huhn ist fast doppelt so teuer. Europa ist gut vertreten auf dem größten Markt in Ghanas Hauptstadt. In dieser ungekühlten Vitrine Hühnermägen aus Frankreich. Hinter den Verkaufstheken finden sich neben Kisten aus den USA und Brasilien vor allem niederländische Verpackungen. Mit den weltweit gestiegenen Lebensmittelpreisen ist auch das Importfleisch inzwischen teurer geworden. Das Kilo kostet nun 2,70 Euro. Die Menschen wollen es nach wie vor. Denn die Gefrierteile kann man auch in kleinen Stücken kaufen. So bleibt das Fleisch bezahlbar. Ein anderer Teil des Kaneshi-Marktes. Hier verkauft die Konkurrenz, so es sie noch gibt, lebende Hühner aus der Umgebung. In den besten Zeiten gingen pro Tag 3000 Tiere über den Tisch. Seit der Importschwemme ist das Geschäft immer mehr weggebrochen. Viele Händler haben aufgegeben. Keine Chance gegen die billigen Kleinteile aus dem Ausland. Eine hühnerverarbeitende Industrie gibt es hier nicht. So ein Hahn würde umgerechnet an die 8 Euro kosten. Normalerweise kaufe ich freitags 600 bis 800 Hühner ein. Früher waren die dann noch am Samstag weg. Jetzt werde ich die Hühner oft nicht mal in einer Woche los. Das Geschäft läuft überhaupt nicht mehr. Wer möchte, kann sein Huhn gleich hier schlachten lassen. Diese Kundin ist eine der wenigen, die sich so ein teures Huhn noch leisten kann. Sie will sehen, was sie kauft, sicher gehen, dass das Tier gesund und das Fleisch in Ordnung ist. Keine schönen Bilder, doch so war es immer hier. Tradition mit frischer Garantie. In einem Land, wo Kühlschränke Luxus sind, sind diese heimischen Hühner ein sicheres Nahrungsmittel. Doch nicht mehr viele denken so wie diese Frau. Ich will die Hühner lebend haben. Ich will nicht, dass meine Kinder von dem Fleisch krank werden. Ich will ihnen damit nicht schaden. Ich ziehe diese hier vor, lebend, nicht die gefrorenen Teile. Nicht nur die Händler haben früher gut verdient. Auch als Schlachter oder Rupfer gab es immer genug zu tun. Viele Wanderarbeiter zogen deshalb nach der Gemüseernte vom Norden des Landes nach Accra. Kaneshi-Markt finden sie jetzt kaum noch Jobs. Was ihnen bleibt? Vielleicht die Hoffnung und Appelle an die Landsleute.
Ich rate den Ghanaern, hört auf, die gefrorenen Hähnchen zu kaufen. Wir haben doch unsere eigenen Farmen. Also wenn man die Hühner hier kauft und tötet, ist es besser, als gefrorenes Fleisch zu kaufen. Wenn man auf den Markt geht und ein lebendes Huhn kauft, kann man noch sehen, ob es krank ist. Schon mit bloßem Auge. Das gefrorene Huhn kann man doch nicht jedes Mal vor dem Essen in einem Labor untersuchen lassen. Geflügelproduktion in Europa und Afrika. Zwei Welten. Handarbeit gegen Hightech. Millionen Hühner werden täglich in Europa geschlachtet. Gegessen wird davon am liebsten das Brustfleisch. Handverlesen und kontrolliert bis in die letzte Faser kommt es bei uns auf den Markt. Röntgenaufnahmen, damit kein Knöchelchen übersehen wird. Die Kunden dieser Firma, vor allem Fastfood-Unternehmen, wollen das so. Natürlich auch andere Teile wie Schenkel und Flügel lassen sich vermarkten. Doch was übrig bleibt, muss weg. Zum Beispiel in den Export. Zum Beispiel nach Afrika. Wir wollen nur das Beste und das bekommen wir. Man muss deutlich sagen, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft sehr arbeitsintensiv ist und viele Arbeitsplätze schafft. Pro Hektar gesehen ist sie auch sehr produktiv. Folglich entspricht diese Art der Landwirtschaft viel stärker den Anforderungen, die an uns gestellt werden, wenn es um die Ernährung des Planeten geht. Mehr als die industrialisierte Landwirtschaft, die sich beispielsweise sehr negativ auf die Klimaentwicklung auswirkt und deren Produktivität gar nicht unbedingt besser ist. Auch wenn sich das Vorurteil immer noch hartnäckig hält, dass die Agroindustrie sehr produktiv ist. Sei. Sie schafft vor allem wesentlich weniger Arbeitsplätze und darf schon daher keineswegs als Hoffnungsträger gesehen werden. Ein Kühlraum auf dem Malam Atta-Markt in Accra. Später Nachmittag. Wie oft diese Tiefkühlteile aufgetaut und wieder eingefroren wurden, kann man erahnen. Auch die Anzahl der Krankheitserreger. Diese Kiste aus Holland wird bald ähnlich aussehen. Eine Lebensmittelüberwachung gibt es hier nicht. Allerdings, im Nachbarland Kamerun waren Ende der 90er Jahre 85% von 200 Stichproben nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Dort wurde der Verkauf verboten. In Ghana ging er weiter. Das Land kann es sich nicht leisten, gegen die Regeln des freien Welthandels zu verstoßen. Die Märkte dieser Welt müssen offen sein. Schnell stehen sonst finanzielle Unterstützungen und Kredite von reichen Geberländern auf dem Spiel. Jetzt steht nur die Gesundheit auf dem Spiel. Der Menschen, die Fleisch essen wie dieses. Zweifellos gibt es Gesundheitsgefahren durch importierte Lebensmittel, insbesondere durch gefrorenes Hühnerfleisch und Ähnliches. Da gibt es immer ein Gesundheitsrisiko. Wir haben bisher zwar keine Einzelfälle dokumentieren können, bei denen wir bestimmte Erreger von den importierten Nahrungsmitteln genau den erkrankten Personen zuordnen konnten, aber wir hatten hier schon schwere Fälle von Lebensmittelvergiftungen bei Menschen, die solche Sachen gegessen hatten. Ich glaube, dass afrikanische Ghana eine Flexibilität brauchen, die es ihnen erlaubt, sich gegen eine internationale Konkurrenz zu schützen, die der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern schadet. Es gibt für diese Länder keine Zukunft, wenn sie ihre Ernährung nicht dadurch sicherstellen können, dass sie die lokale Landwirtschaft stärken. Und deshalb müssen diese Länder über die entsprechenden Instrumente verfügen, um ihre Einfuhrzölle anzuheben. Nur so können sie ihre eigene Produktion schützen, wenn die Importe zu groß werden. Ich glaube, das sind absolut wichtige Voraussetzungen,
Und ich denke, dass die Welthandelsorganisation WTO solche Spielräume unterstützen würde. Aber leider werden diese Länder auch unabhängig von den Regeln der WTO unter Druck gesetzt, ihre Einfuhrzölle zu senken und ihre Landwirtschaft der internationalen Konkurrenz auszusetzen. Peter Lanzert vom Verband Venro hat einen solchen Fall dokumentiert, in Ghana. 2003 beschloss das Parlament dort, die Zölle für Geflügel und Reis zu erhöhen. Noch heute ist auf der Homepage des IWF nachzulesen, wie man das zu verhindern wusste. Ghanas Regierung wurde discouraged, entmutigt, indem man drohte, Kredite nicht zu gewähren. Begründung: günstige Nahrung käme den Armen zugute. Das Gesetz wurde gekippt. Billighuhn und Reis durften weiter den Markt überschwemmen. Es gibt kaum ein so ein klares Beispiel in den Beziehungen zwischen Entwicklungsländern und dem IWF, wo so deutlich wird, wie stark der IWF sich hier einbringt und Bedingungen diktiert. Das ging ja im Falle Ghanas sogar so weit, dass man eine vom Parlament beschlossene Resolution ausgehebelt hat. Man hat also gesagt, wir wollen, dass ihr diese Zollerhöhung wieder zurücknehmt, während das Parlament zuvor beschlossen hat, dass genau das, nämlich die Zollerhöhung, stattfinden soll. Die IWF hat sozusagen den demokratischen Prozess in Ghana ausgehebelt. Seit über 40 Jahren macht Willem Heusmann Geschäfte mit Afrika. Angefangen hat er mit gebrauchten Nähmaschinen. Heute ist Gefrierfleisch eine Haupteinnahmequelle. Kritik an seinen Exporten begegnet er so. Das Huhn, das die Ghanaer selbst produzieren, ist doch so teuer, dass die einheimische Bevölkerung es gar nicht kaufen kann. Sie können es nicht bezahlen, also kaufen sie es nicht. Für die ghanaischen Bauern sind deshalb die Produktionskosten viel zu hoch. Wenn zum Beispiel ein Bauer mit 5 Kindern mit einer Hühnerfarm seine Familie ernährte, kann er das jetzt nicht mehr. Aber auch wenn er inzwischen gar nichts mehr verdient, arbeiten doch die 5 Kinder jetzt in der Logistik, um die gefrorenen Hühnerteile in ganz Ghana zu verteilen. Die Kinder verdienen also nun selbst ihren Unterhalt und geben Papa ein bisschen Geld, um davon zu leben. Also jetzt haben 5 Leute eine Arbeit, vorher nur einer. Und vorhin war es allein ein Bodrück. Hilfsorganisationen allerdings haben genau das umgekehrte Verhältnis ausgerechnet. Für Arbeitsplätze, die die Geflügelimporte vernichtet haben, entstand nur ein neuer. Und der eiskalte Handel geht weiter. Mit gefrorenem Hühnerfleisch. Und der neueste Trend, tiefgekühlte Schweinepfoten.